Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Hammer Watch. Mit dabei ist wieder die Marie. Mary Boy. Nein, Spaß beiseite. Ja, wir spielen wieder Hammer Watch und ihr merkt vielleicht, hä, warum ist denn die Mary Bogenschütze und warum bin ich ein Paladin? War ich ein Paladin vorher schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben ja die letzte Folge, sind wir ja so richtig mies abgekrepelt. Ne? Ich zuerst, die Mary hat standhaft durchgehalten, aber dann ist sie auch gestorben, noch im Abspann. Und dann haben wir gedacht, ach, wir spielen jetzt einfach mal nochmal privat so, ohne das aufzunehmen, nochmal ein bisschen weiter bis zu einem bestimmten Punkt. Und jetzt sind wir hier, wo diese miese Käferinvasion ist, aber da haben wir auch schon eine Menge Käfer vernichtet. Und da würde ich mal sagen, wir spielen hier einfach mal fröhlich weiter und schnetzeln hier mal schön die Käfer weg. Und wie geht's dir, Mary? Mir geht's gut. Gut, heiter bis wolkig. Ja, wow. Okay, wir hatten das die ganze Zeit die Strategie, also mich freut es, dass es dir gut geht natürlich. Wir hatten die ganze Zeit die Strategie, sehr vorsichtig zu sein und sehr auf unser Leben aufzupassen. Nicht so, wie die Mary es gerade tut. Weil du hast nur noch irgendwie 30 Leben. Oh. Komischerweise. Und da ist so ein Apfel. Also ich würde dir empfehlen, diese Vitamine zu dir zu nehmen. Das tue ich doch gerade. Sehr gut gemacht. Ja, die Mary ist halt jetzt so ein Bogenschütze und da seht ihr auch mal ein paar andere Klassen. Hat einen großen Vorteil, die Mary kann jetzt richtig weit schießen, aber leg mal hier so eine schöne Bombe. Ja, sie kann auch Bomben legen. Und ja, die kann da richtig weit schießen, aber natürlich immer nur so ein Strahl und kann nicht halt nicht mehr so die Massen der Feinde vernichten. Aber halt mit der Bombe ist alles möglich. Also da kann man viel zerschnetzeln. Und ich überquatsche dich gerade so ein bisschen, ne? Ja, ich möchte dich mal kurz fragen. Wow. Ich möchte dich mal kurz fragen, was hältst du denn von Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen? ich finde sie jetzt nicht sehr toll. Nee, nicht so. Was ist denn deine Unlieblings Naturkatastrophe? Also was findest du am schlimmsten so irgendwie? Naja, ich habe ja noch nie eine so richtig erlebt, oder? Ja, aber man hat ja so ein bisschen in so Angst oder so, oh nein, ich will nie ein Erdbeben oder ich will nie ein Tornado oder so. Ja, dann ich würde sagen. Deine Top 3 schlechtesten Naturkatastrophen. Ich würde sagen, ich habe ja den Film 2012 geguckt. Da ah, okay, ich merke schon, du bist richtig im Thema drin, ja. Da sind ja auch ein paar Naturkatastrophen. Ein paar. Boah, so ein, zwei. Und ich fand's eigentlich ganz schlimm, diese Tsunami-Welle. Okay. Fand ich sehr schlimm, weil so ertrinken ist schon unangenehm, ja, glaube ich. Ja, bestimmt. Und ja. Ansonsten, keine Ahnung. Der Rest gefällt mir. Die anderen Naturkatastrophen mag ich. Hm. Oh, Alter, du hast Schaden bekommen. Verrecke, da unten ist eine Frucht. Ich schenk sie dir. Danke. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Ja, ertrinken finde ich auch, ist mies. Ich habe jetzt mal sowas genommen, aber egal. Ich persönlich finde ja, also so ein Hurricane oder so Tornados finde ich ja richtig mies irgendwie. Also ich kann das so, ich finde das so beängstigend irgendwie, dass Wind so allein schon einen so richtig wegwehen kann. Und ich habe mal so eine Story gehört, dass eine ganze Familie in ihrem Haus war und das ganze Haus wurde mit hochgeschleudert und eine Frucht ist da für dich erschienen. Ja, das ganze Haus wurde hochgeschleudert und die sind dann auf dem Boden wieder aufgekommen und alle haben gelebt. Wow. Ja, krass, ne? Das ganze Haus hat sich irgendwie so mit teleportiert. Eine Frucht, ey, wir werden ja beschenkt hier, das ist ja richtig geil. Also vielleicht werden wir nicht so ablosen wie in der vorigen Folge und mal ein bisschen weiterkommen, denn es gibt ja hier noch mehrere Akte und wir wollen nicht nur die ganze Zeit in Maries Keller verbringen, ne? Mein Keller ist doch schön. Geht eigentlich, also ein bisschen Moos und so. Ich rette dich. Ah, du durchlässt mich von hinten. Tut mir leid. Ah, kein Problem. Steht mir, oder? So, was haben wir jetzt eigentlich schon alle aktiviert? Three nee. More to go und sowas? Ne, einen noch. Hier oben. Oben rechts. Sehr gut. Machst das. Ah, wenn du den nicht gleich so Anhieb trippst. ich meine, also, ne? Du verstehst schon, was ich meine, oder? Ja. Wenn du ihn nicht so auf Anhieb zerschnetzelst, dann lieber ein paar Schritte wieder zurückrennen und nochmal drauf schießen. Aber das weißt du ja, du bist ja ein professioneller. Wir haben einen Diamanten. Geil, wir müssen nie wieder arbeiten.
Oh Okay, Mann, wir ey, wissen da ja, wir höre kennen ich das ja. immer ab. Ey, oh, ey. Ich lass dich erstmal rübergehen. Das ist einfach zu spannend. Es ist einfach zu spannend. Okay, jetzt kannst du gleich sofort rüberrennen. Ja, ach nee. Ich sag's nur. Ich sag's ja nur. Die Renn nach Käfer. unten, renn nach unten. Hier sind noch Da unten mehr. und versteck dich da so ein bisschen. Boah, das ist mies. Das ist mies, Käfer. Boah, hier. Okay. Okay, mich können die Käfer ja nicht so, ne? Ich habe ja so ein Schild. Also du kannst dich einfach hinter mich stellen. Und die dann abschießen. Ah, ich muss gar nicht fuchteln, ich treffe die eh nicht. Moneten! Oh, da ist die Big Mama, schieß drauf. Okay. Down, down, down. Baby, are you down, 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 down? Okay, ich glaube, das, die greifen uns zu von. Rennen einfach weg von zu vielen Seiten an. Das wird nicht gut gehen. So, jetzt kannst du dich hinter mich stellen, so, und dann. Batz, 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 batz. Also das ist doch mal die Mega-Strategie. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie ihr diese ultra miese, super geile, heftige Ja, ich Strategie treff die findet. aber nicht. Oh Mann, ich merke schon, ich werde wieder so ein bisschen Faily Boy. Okay, die Mutter ist hier auch seelenallein. Füße hoch. Jetzt Wow. kam flach. Da ist ein Knopf. Wow, ich glaube, wir sind hier wieder zu offen gelegen, so ein bisschen. Nein, Hilfe, ich werde getroffen. Nee. Ja, flüchte lieber. Nö. Ich habe Ich einen bin nicht Geheimgang. Wow, wie in der letzten eine, Folge. die flüchtet. Ja, aber das ist nicht gut. Ich Manchmal bin muss man eine, die abhauen. kämpft. Manchmal muss man. Flucht ist manchmal die beste Verteidigung. Okay, sehr geil. Sehr gut. Das macht mir Mut. Ist echt hier Click-Action wieder. Ja, Mann, richtig geil auch. Ich finde das voll cool. Was bei uns? Hey. Von Firma her. Wow, Mist, jetzt habe ich zwei Früchte genommen und ich hätte es ruhig mit dir teilen können. Ich bin so ein mieser Mann, ey, Freund. teilen macht Spaß. Okay. Interessant jetzt. Ich Diese find's immer so lustig, so bei Facebook oder so, die wollen einfach mal, dass man alles teilt, ne? Ich war auf, heute Morgen oder gestern so, war ich auf wetter.com, ne? Einfach nur, um mir das Wetter anzugucken, wie das so wird. Und da stand dann unter dem Wetterstand teilen und so ein Facebook-F, ne? Das steht überall. Ja, Alter, wen interessiert's, ey? Soll ich das teilen, dass meine Freunde wissen, wie es bei mir, welche Gradzahl wir haben? Wen interessiert's? Mist, ich habe schon wieder einen Apfel gegessen. Ja, Mann, wieder Regen. Woo. Ey Leute, ich teile mit euch mein Wetter. Teilen macht doch Spaß. Liked es doch mal. Okay, wir haben hier sehr schön diese Brücke überwunden. Und ja, ich finde es richtig toll. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Mutters erledigt. Mutters? Da hinten ist noch eine. 6 Mutters. Ab heute sind nicht alle Mutters. Mütter. Mutters. Mit U-Umlaut. Was? Mit U-Umlaut. Ich kann nicht lesen. Ah, lalalala. Ja. Alter, mies. Mary, Guck, ich du zeigst töte ja richtig, damit was alle. in dir steckt. Töten ist Ja, nicht so gut. lilane Dinger, die aus mir rauskommen. Was hältst du denn von meiner Folge GTA Jet Clown? Ich finde sie sehr gut. Von Schleichwerbung. Kunden empfohlen. Von guten Freunden empfohlen. Seitdem ich meine Brillen bei Blablabla kaufe. Ich würde von Anfang an meine Brillen bei Blablabla kaufen. Ja, ich würde auch gerne mal so einen Jet klauen in meinem Leben, also. Ja, Mann, wäre echt lustig. Aber wenn man unendlich Leben hätte und nicht in den Knast kommen würde und sowas. Was ist das? Bedeutet das? Oh cool, was ist das? Nimm du das. Oh, jetzt hast du einen Trank da unten. Cool. Und wozu? Alkohol. Pfui. lecker. Die Pflanze! Nein, die Pflanze! Ist die hier oder was? Ja. Okay, du kannst von weitem hier schießen. Wenn du hier stehst, dann nach links schießen. Siehst du ja schon wahrscheinlich, oder? Siehst du?
Ja, schön eine Bombe legen, vor Aufregung. Oh, die Käfer kommen, die zerschnitzel ich. Ich stehe dann vor dir und zerwette diese Zerschnitzel. Aber du machst es ja auch schon so. Sehr gut, Mann. Also es ist schon echt taktisch klug von dir gewesen, diesen Bogenschützen zu nehmen. Mhm. Finde ich gut, du denkst mit, also das freut mich. Oh, ich renne hier einfach mal so ein bisschen rein. Oh, das wird richtig viele Käfer-Action geben hier gleich. Alter! Ich hol dir mal ein paar Käfer, die kannst du dann schön zerbomben. Die ist tot, Wow, jetzt sind wir was bei hallo? Skype. Okay, Bats. Und nochmal. Nochmal. Boots. Aber ich hab kein Mana. Jetzt habe ich auch nochmal schön Combo. Combo for life! Okay, sehr geil. Ich habe schon wieder die Frucht gegessen. Ah, klicke, 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 klicke. Wir sind voll in der Clique. Ey, ist nicht lustig. Jukel Mana. Sowas gibt es doch nicht. Du Zauberfreak. Selber. Alter, ey, die Käfer sind echt dreist. Ah! Leb deinen Traum. Oh nein, ey, gib mir nicht wieder diesen Ohrwurm. Denn er wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Psst. Mach ich auf. Münzen, Moneten, Zaster, Pinunzen, Kneten, Kohle, Wurst. Was? Wurst? Karotten? Wow. Oh mein Gott. Oh. No Mana, no Mana. Ich bin heute ein bisschen fertig. Fertig? Warum? Ein bisschen übermüdet. Übermüdet? Das kommt mir gar nicht. Also das ist echt... Ich weiß nicht, was das ist. Und ich würde auch sagen, wir machen jetzt gleich schon wieder einen Folgenpäusen. Wir haben so viel erlebt schon. Uah, wir machen hier richtig kurze, knackige, super schöne, elegante Folgen. Ja, damit ihr immer schön kurz und knackig mal so zwischen den Pausen, wenn ihr irgendwas macht, schön gucken könnt. Oh, wir zerschnetzen hier nochmal. Ah, uah, die Käfer. Und dann hoffen wir, dass es euch wieder mal so richtig schön gefallen hat, wie immer, ne? Ihr, euch gefällt ja dieses Spiel so richtig geil. Ich sehe es an den Klickraten, also ihr klickt es die ganze klick, Zeit klick, an. Klick, 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 5 Millionen, ja, so wie wir, ihr klickt es nur an, also das ist richtig geil von euch. Und ich würde gerne dieses Leben da haben. Aber ich würde sagen, hier neben der Pflanze, einer rechts, einer links. So, beenden wir mal schön die Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt... Let's play Hammerwatch together. Avec le Mary. Bis dahin, eure Philly Boys, Black and Stripes. Yeah.